Das hat wohl nicht ganz so gut funktioniert, was du da vorhattest, Digga. Aber das ist nur so eine Vermutung. Externe Kommunikation entdeckt. Automatisiertes Aufzeichnungssystem aktiviert. Legacy, bitte komm. Hier spricht Isa Melon. Hallo, Legacy? Ach du Scheiße. Isa? Bist du da? Isa! Ich bin hier! Ja, ich höre dich! Jasper Cricks. Du lebst noch? Tja, du warst schon immer ein sehr Mistkerl. Ja, ich lebe noch. Enttäuscht. Ein Monat? Ehrlich? Du lässt mich einen Monat lang hier Panik schieben? Eine Woche war abgemacht. Moment. Ich glaube, weil ich von außerhalb des EM-Felds übertrage, wird mein Signal gestört. Das klang gerade so, als hätte Jasper Cricks der Große zugegeben, dass er Panik hat. Ja, schon gut. Sparen wir uns den Mist und du rettest mich, okay? Komm schon, hier müssen Millionen von Credits liegen. Wir sind reich. Weißt du was? Ich glaube, ich passe. Weißt du noch, dass du mich zum kommissarischen Chef der Fleet gemacht hast, als du gegangen bist? Tja, da war mir klar, ich will den Job dauerhaft. Ich musste nur deine Schildpläne ein wenig abändern. Hauptsächlich die Fußnoten, in denen der Cheftechniker erwähnt, dass das System unfertig ist. Ich habe sogar einen Techniker dafür bezahlt, das Stromsystem auf deinem Schiff zu manipulieren. Aber sieh dich an. Überrascht mich, dass die Schilde lang genug gehalten haben, dass du durch den Sturm kommst. Was zur Hölle? Das kannst du mir nicht antun. Ich leite die Fleet. Was fällt dir ein? Bla bla bla. Ich hab mich doch klar ausgedrückt. Ich leite sie. Du bist tot. Nur erzähle ich das niemandem. Sondern, dass du mit der Beute im Gepäck in den Sonnenuntergang geritten bist. Wunderbar romantisch. Die Fleet wird es lieben. Und die Credits sind dir egal? Geht es denn nicht um die Credits? Die Fleet ist eine Familie. Schon vergessen? Wir müssen uns doch aufeinander verlassen können. Du Idiot! Kapierst du's nicht? Von der Legacy gibt es keine Rückfahrkarte. Die Technologie für deinen dämlichen Beutezug existiert einfach nicht. Und spar dir das Fleet-Motto. Ich hab mir den Bullshit jahrelang angehört, während du mich bei jedem Deal übergangen hast. Das nennst du Familie? Weißt du was? Ich bin froh, dass du noch lebst. Da kann ich Lebewohl sagen. Also, Lebewohl? So, fertig. Das war's. Isa? Isa! Bist du noch da? Antworte! Crew-Aufzeichnung beendet. Na, das lief ja sehr räudig, ja? Was ist hier los? Tresorraum-Status. Achtung, Grand Tank Tresorraum vollständig abgeriegelt. Manueller Eingriff durch Captain Liang nötig, um diesen Status aufzuheben. Weitere Details sind in der Dokumentation zu finden. Tresorraum-Status. Abriegelung kann nicht aufgehoben werden. System erfasst schwere Schäden an den Anschlüssen der Sicherheitsinfrastruktur. Abriegelung kann aktuell nicht aufgehoben oder unterbrochen werden. Bitte schnellstmöglich dem Wartungsteam melden. Notfallmaßnahme. Erstens, im Fall einer Sicherheitsbedrohung, das heißt jegliche Notfälle, die eine Bedrohung für die Fracht des Schiffes darstellen, wird automatisch ein Abriegelungsvorgang eingeleitet. Zweitens, im Zug des Abriegelungsvorgangs werden alle Schotten in den Maschinen- und Tresorraumbereich sowie die Sicherheitstüren zu den vertraulichen Bereichen des Tresorraums verriegelt. Zusätzlich werden die Sicherheitskameras sowie alle internen Verteidigungsmechanismen, Geschütztürme und Roboter aktiviert. Die Abriegelung kann nur durch das Transfermodul des Captains im Tresorkontrollraum aufgehoben werden. In Ihren Handbüchern für Angestellte finden Sie Informationen darüber, wie Sie sich im Fall eines Abriegelungsvorgangs zu verhalten haben. Tresorraum Credit Transfer. Bitte befolgen Sie diese Anweisung, um Credit ordnungsgemäß aus internen Credit Tanks abzuheben. Der Captain und seine bevollmächtigte Gelbank-Mitarbeiterin am Abgabeort müssen gleichzeitig im Tresorkontrollraum anwesend sein und über ordnungsgemäß registrierte Transfermodule verfügen. Beide Parteien müssen ihr Transfermodul in die Steuerkonsole des Tresors einführen. Falls ein Datenspeichergerät vorhanden ist, platzieren Sie dieses bitte in der dafür vorgesehenen und mit der Tresorsteuerkonsole verbundenen Fassung. Falls eine Großabhebung über eine zertifizierte Galebank-Datenleitung erfolgt, stellen Sie die Verbindung zu dieser bitte jetzt her.
Lösen Sie den Transfer aus. Bitte beachten Sie, dass für den erfolgreichen Abschluss des Transfers mindestens 70% der Schiffsenergie im Falle einer vollen Cred-Tank-Ladung für den Transfer bereitgestellt werden müssen und einige schiffsbezogene Funktionen während dieses Zeitraums dadurch beeinträchtigt werden können. Entfernen Sie nach erfolgreichem Abschluss des Transfers die Transfermodule und trennen Sie die Verbindung zum Datenspeichergerät oder der Galbank-Datenleitung. Ist interessant. Was haben wir hier? Oh, das hätte ich gemacht. Das hätte ich irgendwie auch gemacht. So. So. Ich befürchte, das wird nicht so einfach. Ah, okay. Wo muss ich denn hin? Da runter. Mhm. Okay, wir gehen mal hier lang. Und dann vielleicht hier lang. Also warte, meine Gesundheit, mein Status ist irgendwie schlecht, ne? Ich verstehe allerdings nicht, wieso so richtig. Aber egal. Ich muss ja hier irgendwie raus. Also Moment, hier lang. Das mal auf. Oh. Ah, das ist der Raum hier. Das sehe ich. Das ist alles katastrophal hier in der Bude. Abgebogen. Und nochmal falsch abgebogen. Ja, ich bin da auf dem Weg.
Okay. Ich hänge hier irgendwie fest. Ah, okay, hier geht's. Hier geht's. Ich muss rauf, ne? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Aua. Ich sterbe. Weil ich einfach keine Ahnung habe, wo ich lang muss. Spontan? Scheiße. Gut. Lalala. Hilfe, vielleicht hilft mir ein Trauma-Pack. Auch nicht so wirklich. Okay. Warte, hier muss ich, glaube ich, lang. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Schwierig. Schwierig, wenn du keine Ahnung hast. Naja, hier ist der Weg. Ich laufe den jetzt einfach. Ich habe einen Lungenschaden, das ist gut. Das ist hervorragend, wenn du Lungenschaden erleidest. Moment, hier war der Raum. Nein, machst du nicht. Geh weg. Medipack. Gibt es. Himmel, Herrgott, ich habe echt kein Leben mehr. Warte, hier ist falsch. Hier ist auch falsch. Hier geht's lang. Hier ist alles abgerissen. Das kann eigentlich fast nicht richtig sein. Gut, dann machen wir das eben so. Hoppala. Ist hier noch irgendwo ein Weg? Das ist die Toilette. Warte, dann gehen wir hier rum. Und vielleicht hier lang. Dann hier runter. Warten Sie eine Sekunde. Dann gehen wir hier lang. Und dann steigen wir in mein Schiff ein. Und wohin jetzt? Cockpit. Cockpit, das wäre gut.
Ich hab doch alles erledigt, was du wolltest. Was hast du denn jetzt schon dafür Probleme, Digga? Meine Güte. Der geht mir richtig auf den Zünder, der Kerl. Ich meine, ich bin komplett im Arsch. Siehst du das? Status. Lungenschaden. Also gut, steh nicht dumm rum. Alles geht den Bach runter. Delgado ist auf dich angewiesen. Ach ja, glaubst du? Ikan, der attackiert uns mit allem, was er hat. Doch wir werden ihn bis ganz zurück nach Jamison jagen. Es sei denn, du willst hier so lange rumstehen, bis die Vigilance uns ins Fadenkreuz nimmt. Ja, wollte ich eigentlich. Das war mein Plan. Nervig ist Käfer. Wichtig ist ja, dass du da stehst und Anweisungen gibst. Oh, weil du ja die große Chefin bist. Also, genau so habe ich mir ein Piratennest immer vorgestellt. Ja, ich mir auch. Auf jeden Fall, das ist es. Ich muss jetzt wohl mal den Fahrstuhl suchen. Der war hier drüben, glaube ich. Jo, jo, jo. Der steht ja wahrscheinlich in seiner Kommandozentrale und freut sich des Lebens. Ist es das? Fricks Vermächtnis? Dios mio. Ich fass es nicht. Jess, analysier das. Kannst du es bestätigen? Es ist wahr. Du hattest recht, Herr. Es gab schon Momente. Zweifel. Ich habe schon langsam gezweifelt. Es war ein Hirngespinst gehalten. Aber dann hat dieser Tag auf Suvorov alles verändert. Und jetzt ist es hier. Kriegs Vermächtnis. Unsere Zukunft. Es gibt keinen Zweifel. Wir haben es endlich. Hat eine gute Weile auf sich warten lassen. Das geht in die Geschichte ein. Und du auch. Aber es ist noch nicht vorbei. Na, wie immer. Jetzt steht uns nur noch eines im Weg. Die Vigilance. Wenn man vom Teufel spricht. Jess, wie ist die Lage? Offenbar tritt Ikande jetzt in Aktion. Typisch, Sisteth. Die Haie sind so blutrünstig, dass sie uns nicht mal den Augenblick genießen lassen. Er kann nichts dafür. Schließlich ist sein schlimmster Albtraum wahr geworden. Wenn Commander Ikande uns vernichtet, vernichtet er Kriegs Vermächtnis. Ikande ist das Vermächtnis völlig egal. Er fürchtet sich bloß vor dem, was wir mit all den Credits anstellen. Vorausgesetzt, dass wir das hier überleben. Die ersten Schiffe der Systev sollten bloß unsere Verteidigung ausspähen. Sie wollen also clever sein. Bevor sie richtig zuschlagen, werden sie versuchen, unsere Abwehrbatterien auszuschalten. Nur die haben genug elektromagnetische Wucht, durch die verstärkten Schilde der Vigilance zu brechen. Verlieren wir die Batterien, war alles umsonst. Schildsysteme. Da die Abwehrbatterien enorme Energie verbrauchen, haben wir nur einen einzigen Schuss. Ganz genau. Wir dürfen es also nicht vermasseln. Erklär uns den Plan, Jess. Während du in deinem Vogel zu den Abwehrbatterien fliegst, halten wir hier die Stellung. Für optimalen Feuerschutz halten wir sie vom Schlüssel fern und auch voneinander. Du musst zu jedem Einzelnen springen. Falls irgendwelche Schiffe der Systev den Batterien zu nahe kommen, schaltest du sie aus. In der Zwischenzeit ist Kriegs Vermächtnis hier sicher. Shinya legt gleich los mit der Entschlüsselung. Mhm. Kriegs Vermächtnis ist bei mir besser aufgehoben. Ich weiß nicht. Wenn ihr mit Kriegs Vermächtnis abhaut. Das ist kein Trick. Ich meine es ernst. Wenn ich das gewollt hätte, wärst du inzwischen längst tot und der Datenkern in meinen Händen. Die Fleet Captains verteidigen den Schlüssel nur, weil sie sich einen Anteil an diesen Credits erhoffen. Hey, falls es hilft, wenn du zurückkommst, gibt es eine Riesenparty. Amen, Jess. Wenn die Batterien online sind, starten wir den Angriff auf die Vigilance. Wir zerfetzen ihre Schilde, gehen an Bord und zwingen Ikande in die Knie. Okay.
Ist okay für mich. Dann hast du deine Befehle. Ach, und eine letzte Sache. Vor dem Angriff nahm Mikande einige unserer Leute gefangen. Während du auf der Vigilance bist, könntest du sie aus den Arrestzellen befreien. Das wäre alles. Wenn du Fragen hast, dann frag. Ansonsten viel Glück. Alles klar. Ich müsste erstmal vielleicht ein paar Sachen verkaufen. Das machen wir noch schnell. Schnell. Wo sind wir? Ich habe hier keine Ahnung. Warte, wir laufen mal hier. Nee, das ist der falsche Weg, glaube ich. Warte mal, hier ist... Sag den Sistef-Schweinen, sie sollen ruhig kommen. Ich sag's. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Teil, wo man was verkaufen kann, eingestürzt sein könnte. Wo waren denn hier? Warum schläft da ein Pirat, Alter? Hallo? Wo sind denn die Docks hin? Habt ihr ja noch irgendwie Möglichkeiten? Da ist die Shooting Range. Ich gehe mal hier gucken. Vielleicht kann er ja hier was verkaufen. Sieht schlecht aus. Aber hier geht's rum. Moment. Hey, tragen wir wenigstens. Hier gibt es bestimmt das ein oder andere gute Angebot. Ich hoffe, das ist das. Ja, ja. Ich würde gern verkaufen. Was haben wir denn hier so im Angebot? Aha. Ja, gut, nix. Anzüge. Ah, da haben wir den Bodencrew-Kram. Rucksäcke habe ich keinen. Helme habe ich keinen. Kleidung habe ich nix. Ich habe hier ziemlich viele Minen, die ich nicht brauche. Und bei Ressourcen, ja gut, Ressourcen würde ich gerne irgendwann mal irgendwo einlagern. Ah, weißt du was? Mach einfach so. Klebeband. Aha. Ja. Gut, jetzt hätte ich erstmal ein bisschen was ausgelagert. So, warte kurz. Oh, wir hätten auch noch hier Zeug. Das Jagdgewehr kannst du mal verkaufen. Ah, da haben wir die Mantis-Sache, der Mantis-Rucksack. Ah, es ist schwierig mit dem ganzen Kram hier. Das muss ich irgendwo mal... Ach, du Heiland. Naja, immerhin gab das ein bisschen was. Wenn dich das Blut auf dem gestohlenen Zeug nicht stört. Rein in meinen Salon, kleine Fliege. Bitte sag mir das. Fein. Warte, ich wollte... wo kriege ich denn... Alles? Wo kriege ich denn hier Dietrich? Kann ich das bei dir kaufen, Uschi? Geht das? Ist das machbar? Ich weiß es doch nicht. Dichtmittel? Gold? Neon? Wasser? Ich habe nicht das Gefühl, dass man hier Dietriche kaufen kann. Was du brauchst. Wir sind hier fertig. Ein paar Creds für die Panzerung auf. So, warte. Ich muss hier lang. So, meine Freunde. An der Stelle ist die Aufnahme beendet. Ich laufe jetzt noch bis hier vor die Tür, dann speichern wir das Ganze. Und ob wir das mit den Batterien geschissen kriegen, das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten habt eine geile Zeit. In dem Sinne reingehauen, ich bin raus. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao und habt eine geile Zeit. Passt auf euch auf, wie auch immer, ne? All das so. Bis dann, Antenne.